Ja, nun denn. Dann wollen wir mal, würde ich sagen. Machen wir mal weiter im Longplay. Es wird immer schlimmer. Damals in Masa hatte ich meine Zweifel, aber zum Feind überlaufen? Ich verstehe das nicht, Sir. Maniac hat mir alles beigebracht. Ketteneisen war für mich ein Vorbild. Der Kartenspieler Vagabond. Was ist in Sie gefahren? Keine Ahnung. Sie kennen sie doch schon so lange. Ich weiß es nicht. Hätten wir mit Ihnen gehen. Unerfahrenheit kann man keinem Anfänger vorwerfen, aber trotzdem sollten Sie eins niemals aus den Augen verlieren. Die Menschheit verdankt ihr Überleben und ihre Freiheit allein der Konföderation. Wenn wir nicht zusammenhalten, gehen wir unter. Früher oder später wird mich niemand mehr Anfänger nennen. Dann bin ich ein Veteran. Ich dachte, dann würde alles leichter werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn man das erkannt hat und akzeptiert, hört man auf, ein Anfänger zu sein. Ja dann. Geht die Post ab hier? Nee, zum Flugtag, aber hier ist ja nichts. Ja gut. Nächster Einsatz. Dies sind schwierige Zeiten, Karl. Es gibt nichts, was mich mehr in Rage bringen kann als ein Verräter. Captain Eisen hat seine Flucht zu den Grenzweltlern offensichtlich gut vorbereitet. Er und Major Marshall spielen Katz und Maus mit uns. Aber früher oder später werden wir die beiden finden. Dieses Raumschiff kann das System nicht verlassen. Deshalb werden sie diese Navigationspunkte abfliegen. Abmarsch. Ja, dann. Na ja, komm, fliegen wir mal mit Cat Scratch. Hab das Ding ja jetzt ja auch fertig gepatcht. Jetzt läuft das auch alles wieder. Wie ich das gehört, vollkommen eingedeutscht. Aber der Nachbrenner-Sound ist weg. Naja. Feind gesichtet, Sir. Ja, das nochmal mit dem anderen Patch. Lösen und feuern! Los geht's, Colonel! Aus dem Wing Center nochmal aufsetzen und dann mal gucken, ob da was voll anders ist. Verdammt, ich brauche Hilfe, Colonel! Ja, kriegt man schon unterwegs. Ja, klasse. Da geht's aus. Und ich habe hier drei Gegner am Start. Die Konföderation verlor gleich erstmal verreckt. Geil. Die Kilrathi nannten ihn einst das Herz des Tigers. Heart of the Tiger, ja. Das war der Teil davor, ne? Seien Sie versichert, Köbel. Ich werde Ihnen mein Leben lang dankbar sein. Sagt er, der Melek. Es ist auch noch nicht mal der mittlere Schwierigkeitsgrad. Ein bisschen mehr als quasi. Feind gesichtet, Sir. Das gibt's doch gar nicht. Lösen und feuern! Los geht's, Colonel! Attacke, Junge! Maniac-Style, du hast jetzt raus. Ja. Sie sind eine lebende Legende, Karl. Also.
bin ich das nur? Ich sehe dich in der Hölle wieder! Oh! Der ging auf mein Konto, Colonel. Ja, aber noch mehr von den Sacknasen hier. Alter. Ja, komm. Mein Konto, Colonel! Ja, ich wollte schon gerade sagen. Das war ja wohl hoffentlich nicht der Gegner, wenn er überhaupt jetzt drauf gefahren hat hier. Aber der hat gut am Hintern kleben hier. Sie sind eine lebende Legende, Colonel! Ja, dann bin ich das wohl. Ich bin nicht in der Bam! Ich sehe dich in der Hölle wieder. Ja, wenn es einen geben würde, dann vielleicht. Oder auch nicht. Feind gesichtet, Sir. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Letzte Rakete raus. Nee. Schadensmeldung geben. Mir geht's gut, Colonel. Na dann. Gleich bist du weg. Ach, bist du fliegen? Ich werde euch retten. Gleich bist du weg. Ich werde euch retten! Der ging auf mein Konto, Colonel! Boom! Ja, mit meiner Vorarbeit oder was? Feind gesichtet, Sir! Ach du Scheiße! Lösen und feuern! Los geht's, Colonel! Ich will definitiv den verkehrten Flieger, glaube ich. Kein Ace am Start. Der ging auf mein Konto, Colonel. Oh, schön, freut mich. Der ging auf mein Konto, Colonel. Oh, meiner Vorarbeit. Oh, nee. Das kann die echt nicht wahr sein, ne? Verlor heute ihren größten Helden. Die Kilrathi nannte das war so krass schwer, der dritte Herz Teil war nicht so krass. Nachdem er vom Tod des Colonels erfuhr, sagte Admiral Geoffrey Torwin: Ja. Ein Symbol ist tot. Hilft ja alles nix. Ich will die Story spielen, mir geht's ja nicht um Feind gesichtet, Sir. Das Geballer hier, dass ich ja auch so gut bin. Los geht's, Karte. Story war einfach mega gewesen. Sind eine lebende Legende, Karte. Ach hier, Ace. Gleich bist du weg. Oh. Was geht denn hier ab? Ich glaube, auf Rechnern seiner Zeit lief das nicht so schnell. Kann das sein? Mein Konto, Colonel! Müsste man da vielleicht noch was anderes patchen? Das ist hier irgendwie ein bisschen very fast. Ja. Hab das irgendwie anders in meiner Hand. Da ging auf mein Konto, Colonel! 1000 FPS oder was? Boom! So, und jetzt geht's wieder ab in den Nebel. Feind gesichtet, Sir. Ja, noch, doch noch nicht. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel.
Und habe ich so lange keinen Wing Commander mehr gespielt, als ich auf die Fall eingeschlafen bin. Kein Skill mehr, oder was? Wing Commander 3 war ja teilweise echt recht hoch. Boom. Schadensmeldung geben! Mir geht's gut, Colonel. Du hast aber schon was abgekriegt, sehe ich da. So eine Pfeife. Feind gesichtet, Sir. Mega. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Los geht's, Colonel. Ja, ist doch schön, dass du mir meinen Kill klaust. Ach, Nase. Boom. Er ging auf mein Konto, Colonel. Sie sind eine lebende Legende, Colonel. Ja, ist ja schön. Eines unserer Geschwader wird das Ziel angreifen. Sie sollen sofort zurückkehren. So lautet der Befehl an Sie, Colonel. Jawohl. Wir haben die Fährte wieder aufgenommen. Wir werden diese Mistkerle erwischen. Benötige Landeerlaubnis. Captain Paulson hat sich wieder positiv über Sie geäußert. Er bewundert Ihr Können, Colonel. Sie dürfen landen. Ja, dann landen wir mal. Erst mit Cat Scratch und erst mit Paul zu sprechen. Ich spreche erst mit Cat Scratch. Das musst du dir mal vorstellen. Er hat tatsächlich gesagt, dass ich... Blair kommt rein, alle werden still. Erstaunlich. Hier gehen ja mehr Leute ein und aus als in einem Großflughafen. Sind Sie schon mal mit einem von Ihnen geflogen? Kennen Sie Ihre Akten? Ich kenne die Männer alle nicht. Grenzfeldler sind keine dabei, das weiß ich sicher. Tja, das habe ich auch nicht erwartet. Der Mann, der auf dem Flugdeck war. Caesar heißt er. Was ist mit ihm? Er hat jetzt Captain Eisens Kabine. Alles geht den Bach runter. So ein arrogantes Schwein. Alles geht den Bach runter. Jemand muss ja dort wohnen. Ja, das macht Sinn. Aber ja. Ne? Reden wir mal mit Paulson. Ah, Colonel. Gute Neuigkeiten. Während der letzten Mission hat eines unserer Geschwader einen der Verräter neutralisiert. Und wen? Irgendeinen Piloten. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich genieße es, mich unter meine Mannschaft zu mischen. Für einen Captain ist die Isolation ein nicht zu unterschätzender Feind. Sie haben Ihre Flügelmänner und leben in der Gemeinschaft der Pilotenkollegen. Aber ein Captain? Ich bin mir sicher, dass sich Captain Eisen zu sehr isoliert hatte. Wahrscheinlich hat das zu seinen verräterischen Taten geführt. Seine Handlungsweise ist mir immer noch ein Rätsel, Sir. Ach, ich verstehe es genauso wenig, Colonel. Ein Mann wie er, der so eine Karriere gemacht hat, wirft doch nicht einfach alles über Bord. Wegen einer Horde von Untermenschen. Sir? Ich meine die Grenzwäldler, die meisten von ihnen sind doch Barbaren. Sie ticken nicht ganz richtig. Sie haben den Karathi Zuflucht gewährt. Aber das wundert mich nicht. Sie sind Halunken, Privateers. Der Stammbaum dieser Menschen ist nicht reinrassig, wissen Sie? Bei Hunden ist ein Stammbaum wichtig. Nicht bei Menschen, soviel ich weiß. Ich wollte nur darauf hinaus, dass uns der Frieden verweichlicht. Sie wissen doch, was ich meine. Aber die neuen Männer, die wir jetzt haben, sind das der nicht. Der Typ ist eine die Fraktion AfD, ne? Der Kommandozentrale? No political, please. Das ist eine neue Züchtung. Wenn wir wieder einmal einen galaktischen Krieg führen, dann sind Männer wie ihr mehr wert als Gold.
Sie haben Durchhaltevermögen und sind gnadenlos. Der Feind wird niedergemäht. Wieso erwähnten Sie die Ehre nicht, Captain? Das war ein Versehen. Die Ehre ist auch wichtig. Ich distanziere mich. Was soll man dazu sagen? Sorry. Ab in die nächste Mission hier. Ah, Colonel. Wir haben die Koordinaten des Grenzweltraumschiffes, das wir verfolgen. Es sieht so aus, als ob Sie versuchen, das System durch diesen Nebel zu verlassen. Die Aufgabe für Sie und Ihre Flügelmänner bleibt gleich, dieses Raumschiff und alle dazugehörigen Jäger auszuschalten. Wegtreten. Noch etwas, Colonel. Ich habe ein paar Flugstunden zu absolvieren. Deshalb werde ich Sie begleiten. Ja, klasse. Ich denke, wir wissen alle, wonach das riecht. Hier ist was schräg bei den Konföderierten, wenn die sind mal weg. Spätestens jetzt kann man das nicht mehr anders sagen. Feind in Sicht! Ja. Zeig dir mal, wie das geht, Kumpel. Maniac-Style. Wenn wir schon mit diesem Ding hier fliegen müssen, mit haufenweise Raketen an Bord, dann holen wir hier jetzt mal richtig auf. Feind in Sicht! Joa, ist doch schön. Ich krieg meine Abschüsse für die Abschussliste hier. Hab den Finger am Abzug. Sterb, du Dreck! Nicht schlecht, Colonel. Boom. Stirb, du Drecksack. Feind in Sicht. Wo denn? Ich sehe keine. Ach, da. Ja, dann. Hab den Finger am Abzug. Greife jetzt an! Mission abgeschlossen. Wir befehlen alle Streitkräfte zurück. Das Grenzweltenschiff ist nicht hier. Fliegen Sie zurück, und zwar sofort. Ja, dann hat er jetzt ja seine Flugstunden, ne? Reicht dann auf. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen, Colonel. Ja, was sonst? Es ist besser, du rückst mit der Sprache raus. Das ist deine letzte Chance. Glauben Sie mir, ich weiß nichts. Ehrenwort. Ich schwöre es Ihnen, ich weiß... Position, Intrepid. Position? Ich kenne die Koordinaten nicht. Ich folge einem Leitstrahl. Ich habe nichts mit Koordinaten zu tun. Ich weiß nicht, wie sie... Du bist ein armseliger Lügner. Sie verdammter Mistkerl! Sie haben eine Beschwerde, Colonel? Der Mann war ein Kriegsgefangener und keine Zielscheibe. So was habe ich nicht mehr gesehen seit... Seid ihr in Kilrathi? Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, Colonel, wir sind in einem Krieg. Die Politiker haben die Dokumente noch nicht unterzeichnet, aber die da draußen sind meine Feinde. Die Kilrathi ließen sich nie im Krieg von irgendwelchen Gefühlsduseleien beeinflussen.
Vielleicht sollten wir sie zum Vorbild nehmen. Ich habe vielleicht überreagiert. Das kann schon sein. Überreagiert. Aber man kann ihn nicht mehr lebendig machen. Captain Paulson wird von mir einen Bericht erhalten. Sparen Sie sich das, Colonel. Was denken Sie? Hat er hier noch das Kommando? Kommt mir nicht in die Quere. Dito. Würde ich mal sagen. Es stinkt hier. Nach so einigem. Die Grenzweltler glauben, dass sie einen Weg aus dem System gefunden haben, aber sie irren sich gewaltig. Sie kommen direkt auf uns zu. Also werde ich die Lexington wenden lassen und den Jump Point blockieren. Wir haben dieses Raumschiff lange genug gejagt. Zerstören Sie es! Seien Sie erfolgreich. Abflug. Oh. Ich habe eine Frage, Captain. Fliegt Seether bei diesem Einsatz mit? Nein. Er wird hier zur Koordinierung weiterer Einsätze gebraucht. Na dann, und tschüss. Oh, kannst keine Flügelmänner mehr wählen, hier gar nichts, alles Standard. Mit wem müssen wir denn jetzt hier? Colonel, ich hoffe, Sie hören mich. Ich habe eine Menge sehr unguter Informationen entdeckt und ich möchte Sie hiermit einladen, sich der Union der Grenzwelten anzuschließen. Ich weiß, dies wird die schwierigste Entscheidung sein, die Sie je in Ihrem Leben fällen müssen. Leider ist die Konföderation, für die wir gekämpft hatten, nicht mehr die Konföderation, die wir jetzt haben. Wir sollten auf derselben Seite stehen, mein Freund. Na dann. Sie werden es nicht bereuen. Back to Captain Eisen. Die Konföderation ist außer Kontrolle. Ich akzeptiere Ihre Einladung. Ich komme mit, Colonel. Habe Ihren Funkspruch erhalten und habe mich sehr darüber gefreut. Wir müssen schnellstens aus dem System raus. Die Lexington will uns den Weg abschneiden. Wenn sie es schafft, den Jump Point vor uns zu erreichen, dann sind wir alle erledigt. Sie wissen, was zu tun ist. Mayday! Situation der Lexington. Mission abgeschlossen. Ich weiß halt, wie es geht, ne? Mission abgeschlossen. Los. Lösen und feuern! Los geht's, Colonel! Eventuell fehlt eine Videosequenz. Ich gehe mit Ihnen, Sir, oder so, von Catgrass. Hat sich da wahrscheinlich gerade verschluckt. Boom. Oh, was sind die Rapid? Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Sehe keinen. Schadensmeldung geben! Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Schadensmeldung geben! Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Aber wo müssen sie ja sein, ne? Schadensmeldung geben! Mir geht's gut, Colonel. Es ist eine Wohltat, Sie zu sehen, Colonel. Sie haben selbstverständlich Landeerlaubnis. Cat Scratch auch. Schadensmeldung geben! Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Hey, gute super. Arbeit, Colonel. Unteroffizier Valina Sosa, ich mache die Übertragungen. Und jetzt können Sie landen. Naja, wenn es so geht, ist auch gut. Die waren zu weit weg. So, von den Konföderierten zu den Grenzwelten. Das ist halt die Story, ne? Oh mein Gott, was für eine Katastrophe! Hören Sie auf zu jammern. Sie haben den Fehler gemacht, ihn nicht sofort umzulegen. Wen? Eisen oder den Colonel? Ich lasse Ihnen die Wahl. Was wird als nächstes passieren? Eine gute Frage, Captain. Auf jeden Fall wird sich Ihre Lage ändern. Ja.
Und meine Lage wird sich bessern. Es wird mir ein großes Vergnügen sein, das Herz des Tigers zu töten. Was gibt's da zu starren, Soldat? Und zu keinem ein Wort. Willkommen in der Grenzweltenunion, Colonel. Freut mich, endlich hier zu sein. Das ist Colonel Farnsworth, ich bin Colonel Jacob Manley. Ich habe viel von Ihnen gehört. Cat Scratch? Das sind Hawk und Panther. Sie haben während des Konföderiertenkrieges eine Menge Kilrathi kalt gemacht. Ja, und jetzt macht die Konföderation uns kalt. Tja, wer weiß, vielleicht können wir euch helfen. Ja, ich zeige Ihnen das Quartier. Willkommen an Bord. Vielen Dank. Ihre Anwesenheit zur Taufe der Vesuvius wird ein großer Ansporn für die Crew sein, Senator. Sie ist ein beeindruckendes Schiff. Gibt es Neuigkeiten, was die Kämpfe mit den Grenzweltlern anbelangt? Ja, aber leider keine guten. Es geht um Verrat. Es ist wahrscheinlich, dass der große Held des letzten Kilrathi-Krieges übergelaufen ist zur Union der Grenzwelten. Blair? Übergelaufen? Es fällt mir schwer, das zu glauben, auch wenn er immer ein Hitzkopf war. Wer hat ihn dazu überredet? Was zum Teufel geht da draußen vor? Die Fakten, die ich sammeln konnte, sind nicht sehr informativ. Alles zerfällt. Das Zentrum hält nicht mehr. Bloße Anarchie ergreift jetzt die Welt. Die Besten haben Grund zum Zweifeln. Weil der böse Besitzer greift von uns und der Welt. Yates. Wissen Sie, wer hinter all den Problemen steckt? Eins steht fest, Senator. Die Grenzweltenmiliz wird von Tag zu Tag aggressiver. Wir müssen das ernst nehmen. Ich hätte nie gedacht, dass Blair so unüberlegt handelt. Verrat ist immer etwas Unverständliches. Wir müssen handeln. Die Zeit ist knapp, Admiral. In den Rat wurde inzwischen eine Kriegserklärung gegen die Grenzwelten zur Abstimmung eingereicht. Sie findet in 7 Tagen statt. Ein kompletter Bericht von Ihnen könnte diese Abstimmung entscheidend beeinflussen. Hoffentlich finden wir einen anderen Weg, als erneut Krieg zu führen. Schön wär's. Oh, sind wir also bei den Grenzwelten auf der Intrepid. Die TCS Intrepid. Sprechen wir doch erstmal mit Blythe. Hau es jetzt ein. Na, wenn das nicht der Konföderierte ist, der jetzt auf unserer Seite kämpft. Mein Name ist Blair. Was für eine Überraschung. Der Name steht für Sieg, habe ich recht? Willkommen an Deck. Chefmechaniker Robert Sykes. Nennen Sie mich Flyers. Gern. Ich habe so einen Vogel schon lange nicht mehr gesehen. Zumindest nicht aus der Nähe. Haben Sie früher an vielen rumgebastelt? Oh ja. Ich habe für Jungs wie Sekel Ruthie Haare aus den Düsen entfernt. Ich könnte aus der Kiste was machen. Halten Sie mich bloß nicht für einen Dummkopf. Ich kann mit einem Schraubenzieher und einem Haufen Schrottware Wunder vollbringen. Ihnen bleibt doch gar nichts anderes übrig. Ja. Ich werde den Vogel auffrisieren, und zwar so, dass ihn die Ingenieure nicht mehr wiedererkennen. Der Opa sollte schon längst in Rente sein. Der alte Knabe weiß, was er tut. Von mir aus gern. Da draußen kann man nicht genug Hilfe haben. Ja, warten Sie ab, was ich alles drauf habe. Vertrauen Sie mir. Na dann. Mach mal. Ich, das wollte ich nicht. Schon gut. Es blieb Ihnen keine andere Wahl. Ja, trotzdem, fast hätte ich Sie beide abgeschossen. Vagabond auch. Wir haben Vagabond verloren. Das ist die Vergangenheit. Sie zählen jetzt.
Ich werd's vergessen. Vielleicht. Ich glaube, jetzt ist eine Erklärung angebracht. Nein, Sir. Ich habe nichts mehr mit der Konföderation zu tun. Meine Hoffnung ist es, dass wir den Kriegsausbruch verhindern können. Sie waren nicht der einzige Mann, der sich an den Missionen und den lückenhaften Informationen, die uns die Konföderierten gaben, störte. Also stellten Sie Nachforschungen an. Bevor ich übergelaufen bin, habe ich einiges aufgezeichnet. Einsatzdaten, kodierte Meldungen und Flottenbewegungen. Wissen Sie auch, was sie bedeuteten? Nein, denn mir fehlen noch ein paar wichtige Teile des Puzzles. Aber eines weiß ich mit absoluter Sicherheit. Der Konflikt zwischen den Grenzwelten und den Konföderierten wird von ein paar hohen Mitgliedern der Konföderation provoziert. Leider kenne ich die Namen dieser Personen nicht. Wieso teilten Sie mir Ihre Befürchtungen nicht mit? Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte etwas gesagt, aber mir war zu dem Zeitpunkt völlig klar, dass mein Überlaufen auch schlecht ausgehen und mit meinem Tod enden könnte. So was Riskantes hätte ich nie von Ihnen verlangt. Sie mussten das selbst entscheiden. Ich habe mich entschieden, Sir. Und ich werde es auch nie bereuen. Das hoffe ich. Wenn die Konföderation die Zustimmung des Rats bekommt, einen Krieg gegen die Grenzwelten zu führen, dann wird er blutiger als der Krieg gegen die Kirathi. Ja. Dann wird's ungemütlich. Na, wo steht denn die verdammte Zahl? Ah, da ist sie ja. Sehr gut. Nimm dir einen Stuhl. Das habe ich bereits, Lieutenant Sosa. Oh, Entschuldigung, Sir. Was haben Sie da? Wissen Sie, ich komme mir langsam vor wie in der Steinzeit. Die meisten Geräte sind defekt. Ich muss zu prähistorischen Mitteln greifen, um die Daten zu entschlüsseln, die Captain Eisen mitgebracht hat. Tja, Sie sind also eine Meisterin des Dechiffrierens. Naja, ja, Sir, ich meine, ich will nicht angeben, aber ich gehöre zu den Besten. Toll. Was steht da? Eine Menge. Ich werde viel Zeit dafür brauchen. Eins ist sicher. Die Konföderation hat Dreck am Stecken. Das geht daraus eindeutig hervor. Jojo. So ist das. Ach, Maniac. Hier war also mal die Brücke. Weiter oben waren die Schlafräume. Was für ein Schicksal. Im Schlaf überrascht. Ich bin hoffentlich im Cockpit, wenn's mich erwischt. Ich bitte Sie, was sind das für traurige Worte? Niemand zweifelt daran, dass Sie als Held sterben. Ich weiß nicht. Die Seite, die wir gewählt haben, hat einen langen Weg vor sich. Sehen Sie doch das Positive. Jetzt kann Ihnen Ihre Beförderung, die endlich von der Konföderation genehmigt wurde, egal sein. Meine Beförderung? Ich bin befördert worden! Die Konföderierten, das finde ich aber ungerecht. Das finde ich aber ungerecht. Geil. So gut. Oh, Captain Eisen, was geht denn? Wir haben ein SOS-Signal empfangen. Von einem Konvoi, der sämtliche Grenzweltenschiffe in der Nähe um Hilfe anfunkt. Also ich weiß nicht, was sich dort erwartet, wenn sie dorthin fliegen. Darum seien sie wachsam. Tja, der Konvoi verändert immer wieder seine Position. Wahrscheinlich versucht er vor dem, was ihm Schwierigkeiten macht, zu fliehen. Der letzte bekannte Standort war hier, bei diesen Koordinaten. Bringen Sie diesen Konvoi in den Schutz unseres Schiffes, Colonel. Ja, Sir. Kommt mir noch bekannt vor. Ich habe diese Stormfire von einem zerstörten Piratenjäger abmontiert, den wir reingeholt hatten. Ältere Technologie, aber trotzdem nützlich. Feuert einen Haufen kleiner Projektile mit niedriger Dichte, aber dafür mit sehr hoher Geschwindigkeit. Oh, Sie sind es, Herz des Jägers. So dürfen wir das jetzt gleich kommen, ne? Yeah.
Mit dem Ding geht richtig die Post ab jetzt. Mann, es sind die Katzen. Stopp! Bitte nicht auf uns schießen. Wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe. Ah, Sie sind es, das Herz des Tigers. Guten Tag, Girl. Mein alter Feind. Können Sie die Vorurteile, die Sie bereits ein Leben lang haben, beiseite schieben? Das sind wohl die Feinde, die wir erwartet haben. Wir legen unser Schicksal in Ihre Hand, Colonel. Hello? Lösen und feuern! Sie werden wünschen, dass Sie nie geboren wurden. Auf geht's. Bamboos. Sieht mit dem Ferrari ist vorbei. Offenbar haben wir gerade denselben Freund. Ne? Boom. Shakalaka boom. Shakalaka boom. Noch welche? Gibt's ja nicht. Oh, letzte Rakete raus hier. Mission abgeschlossen. Schadensmeldung geben. Keine Schäden. Keine Schäden. Schadensmeldung geben. Leichte Schäden. Schadensmeldung geben. Keine Schäden. Hey, ja. Benötige Landeerlaubnis. Gute Arbeit, Colonel. Captain Eisen hat bereits mit dem Shinta der Kilrathi geredet. Er oder es plant jetzt an Bord zu kommen. Alle gerettet. Sie können landen. Wunderbar. Mission geglückt. So. Ah, Colonel. Ich brauche Sie wohl nicht miteinander bekannt zu machen. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Colonel. Wer hätte gedacht, dass sich unsere Wege erneut kreuzen? Das Weltall ist klein. Ich bedauere nur, dass diese schrecklichen Umstände daran schuld sind, dass wir uns begegnen. Seit wir gezwungen waren, vor Ihnen zu kapitulieren, Colonel, haben wir Carathy alles versucht, um den Frieden mit den Erdlingen zu bewahren. Melek und sein Konvoi bitten bis zu ihrem neuen Heimatsystem um Geleitschutz. Wir wurden in den letzten 48 Stunden von unbekannten Streitkräften angegriffen. Er brachte uns die Kopie des D'Arlocks seiner Schiffe. Das muss die Waffe sein, die in Hellespont eingesetzt wurde. Das denke ich auch. Sehen Sie? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, mir auch. Als ich vor ein paar Jahren anfing, kam ein neuer Pilot auf mein Schiff. Er ist der einzige Mann im All, der diesen Trick beherrscht. Wie heißt er? Er wurde bald versetzt zum Geheimdienst der Konföderation. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber sein Codename war Seaver. Ich könnte in der konföderierten Datenbank nachsehen. Nein, das hätte keinen Sinn. Wenn die Jungs vom Geheimdienst eine Identität wahren wollen, dann schaffen sie das auch. Sie sprachen damals über ein GO-Programm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich wünschte, ich könnte das Schwein vor mein Visier kriegen. Nichts für ungut, aber mit dem sollten sie sich nicht anlegen.
Er ist eine Spitzenkraft. Melek, ich würde die Aufzeichnung gern behalten. Das und die Daten, die wir beide gesammelt und entschlüsselt haben, müssten uns eigentlich reichen. Wir haben weniger als eine Woche bis zur Abstimmung im Rat. Wir treffen uns in 10 Minuten hier wieder. Es wird Zeit, aktiv zu werden. Mhm. Ja, ja, so ist das. Das hätte ich nie im Leben geglaubt. All die Jahre, die vielen Missionen. Ich hatte 7 Jahre lang nur ein Ziel, Kirathi zu töten. Und jetzt helfen wir unseren ehemaligen Feinden. Verstehen Sie mich nicht falsch, Sir. In meiner Jugend wünschte ich mir nichts mehr, als gegen die Kirathi zu kämpfen. Glauben Sie, dass Captain Eisens Entscheidung richtig war? Sehe ich aus, als ob ich weiß den Jungen zurecht. Cat Scratch. Wissen Sie, was einen wahren Krieger von einem Killer unterscheidet? Der Krieger tötet nur, wenn er provoziert wird. Und was ist für einen Krieger wichtig? Notleidenden zu helfen, egal wer oder was sie sind. Tja, Jungspund. Das musst du wohl mal lernen. Sehr gut. Sie haben also meinen Rat befolgt und sich aufs Ohr gelegt. Tja, hat mir gut getan. Hören Sie. Ich werde mich bei dieser Kirathi-Entwicklungshilfe nicht besonders engagieren. Ich halte es für Zeitverschwendung. Ich habe diese Biester immer bekämpft. Ich halte es immer noch für das Beste, sie zum Teufel zu schicken. Er hat's nicht verstanden. Hawk. Die Kilrathi haben zurzeit denselben Feind wie wir. Wenn wir für sie einen Kampf gewinnen, ist das auch ein Sieg für die Grenzwelten. Na gut. Sie sagen mir, wohin ich schießen soll, und ich drücke ab. Danke, Hawk. Ich zähle auf Sie. So ist das, ne? Ich muss da mal eben was gucken. Irgendwie. Nee, da nicht. Irgendwie hatte ich nutze ja das Nvidia Broadcast eigentlich. Ja, jetzt ist das doch besser. Wir springen bald in das Pasqual-System. Dort werden Sie sicher sein. Wie Sie ja wissen, Colonel, haben wir Kirathi unsere gesamten Kriegsraumschiffe verschrottet. Gemäß den Bedingungen unseres Abkommens mit der Konföderation. Wir haben deshalb keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen. Wir werden Sie beschützen. Wieso wird jetzt schon wieder ein Krieg gegen uns geführt? Meine Rasse stellt doch für euch wirklich keine Gefahr mehr dar. Was geschah mit den Erdlingen? Wollten sie nicht verzeihen und vergessen? Viele von uns wollen das immer noch. Bitte vergeben Sie mir, Karl. Ich wollte nicht den Mann kritisieren, dem ich eigentlich danken sollte. Ich wünschte, ich könnte Ihnen für Ihre selbstlose Hilfe einen Gefallen erweisen, Karl. Sehen Sie es als Revanche, Melek. Was bedeutet dieses Wort, Revanche? Das Wort, es bedeutet, eine Hand wäscht die andere. Vor einigen Jahren war ich Ihr Gefangener. Sie ließen mich frei. Meine damalige Entscheidung habe ich noch nie bereut. Das waren noch Zeiten. Es gibt doch etwas, was Sie tun könnten und was für uns eine große Hilfe wäre. Die 2 Schiffe, die uns angegriffen haben, benutzten eine Tarnung. Ja, richtig. Die Kilrathi waren uns, was die Tarnung anbelangt, immer einen Schritt voraus. Also, falls jemand unter Ihren Leuten ist, der darin Erfahrung hat, wäre mein Chefmechaniker glücklich, mit ihm zu reden.
Sie schlagen mir eine sogenannte Hightech-Revanche vor? Gut, ich bin damit einverstanden, Colonel. Vielen Dank, Malik. Eine große Miezekatze. Und ein Wochenendraumschiff. So. Ja, los. Eine Mission geht noch. Es wäre doch am besten, wenn wir diesen Maniac mit einer... Müsste dann gleich losgehen. Ja. Sir? Danke. Es ist soweit, Colonel. Ich fliege ab. Persönliche Zustellung. Ich halte das für das Beste. In den vielen Jahren, die ich bei diesem Verein war, habe ich ein paar Kontakte zu hohen Tieren knüpfen können. Sobald die Konföderierten das gesehen haben, wissen sie, dass freilaufende Ratten unter ihnen sind. Können Sie ihnen trauen? Mir bleibt keine Wahl. Die Männer, die ich kenne, haben Einfluss im Rat. Das ist unsere einzige Chance, den Kriegsausbruch zu verhindern. Captain? Da ist eine Übertragung für Sie. Ah, Vize-Admiral Wilford. Sicher kennen Sie diesen Mann. Er ist während meiner Abwesenheit der Captain der Intrepid. Guten Tag, Colonel. Ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Colonel, alles okay? Ja, es geht mir gut, Admiral Wilford. Sie waren doch bei der Konföderation. Ja, 40 Jahre. Ich kam in die Grenzwelten, um mich zur Ruhe zu setzen. Die Grenzwelter haben mich davon überzeugt, wieder zu arbeiten. Ja, das kenne ich, Sir. Sie werden alle Ihre Einsatzziele mit Admiral Wilford besprechen. Er ist ständig unterwegs. Ein Glück, dass er gerade in diesem System ist. Da fällt mir ein, Admiral, was geschah mit der Truppe Marines, die Sie schicken wollten? Man hat sie im Lennox-System gebraucht. Sie wissen ja, wir haben kaum Ressourcen. Sie müssten bald dort sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Der Admiral hält wohl nichts von langen Abschieden. Ich mache mich auch auf den Weg. Ja, denn. Ich komme später wieder. Oh, nehmen Sie Ihre Hände weg. Wer war das? Viel Glück, Sir. Ebenfalls, Colonel. Ich wünsche es euch allen. Präsentiert in Dolby Digital. Boah. So, speichern wir das eben. Gucken wir mal, was anliegt hier. Die eine mache ich noch und dann ist erstmal Pause angesagt. Dann fangen wir an. Also Stream-Ende. Ich werde während Captain Eisens Abwesenheit mein Bestes tun, um alles am Laufen zu halten. Falls Sie Vorschläge oder Beschwerden haben, kommen Sie damit zu mir. Meckern Sie nicht hinter meinem Rücken. Aber ich allein werde die endgültige Entscheidung treffen und dafür die Verantwortung tragen. Verstanden? Yes. Ja, natürlich, Colonel. Es ist schön, dass das geklärt ist. Vor uns liegt keine einfache Aufgabe. Wir haben gerade das Pasqual-System erreicht. Malek hat die Meldung erhalten, dass einer der Kilrathi-Planeten, Pasqual 10, angegriffen wird. Von Jägern, die die Abzeichen der Grenzweltenunion haben. Wir wissen natürlich alle, dass sie nicht von Grenzweltpiloten geflogen werden. Ich glaube, dass auch diesmal wieder eine abtrünnige Gruppe von Konföderierten dahinter steckt.
Die Kampfzonen befinden sich bei diesen drei Navigationspunkten. Ich werde sie mit zwei Flügelmännern säubern. Aber passen Sie auf, sie fliegen mit Schiffen, die wie unsere aussehen. Wir wollen auf keinen Fall Verluste durch Eigenbeschuss. Tja, das war alles. Wegtreten. So. Dass die Videosequenzen übrigens teilweise nicht so doll aussehen, liegt halt tatsächlich nicht am Stream, sondern ist halt der GOG-Patch. Was soll ich dazu sagen? Es gab es mal in toller, in viel toller. Oh, wir können wieder mit Prime fliegen, das ist gut. Auf Maniac habe ich keine Lust. So, ab geht's. Eine Runde fliegen wir noch. Wenn wir den anderen Patch noch mal zu Gemüte führen. Vom Wing Center. Etwas mehr Cinemascope, weniger Strecken, so wie sich das Original gehörte. Und so lief das auch immer. Kriegen wir schon noch mal wieder hin. Dann sieht das alles noch mal besser aus mit den Videos. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Verhandeln. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Bist erledigt, Drecksack! Sehe ich auch so. Mein Ziel zerstört! So Dito-mäßig. Super Schuster! Bamsen. Kurzen Prozess hier. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Zielschießen üben, ne? Geil. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Super Schuster. Der ging auf mein Konto, Colonel. Ah, schieß und halt die Klappe. Und. Naja, ich weiß, ich bin eine lebende Legende. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Kennen wir ja schon. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Mission abgeschlossen. Feind in der Nähe. Autopilot nicht benutzbar. Ja, da ist halt noch einer. Ne? Gleich gewesen. Komm mal ran hier. Bam. Super Schuster. Hey, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich höre, die Kelrathi auf Pasqual 10 haben einen neuen terranischen Helden. Ausgezeichnet, sie können jetzt landen. Alles clean hier, nice and clean. Jo, Leute, dann machen wir erstmal Pause. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wing Commander. Und bis dahin macht's gut oder besser.